Ich bin der Flamor Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 in 6004 Luzern und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wir haben den Freitag, den 10. September 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 9. Jetzt haben wir hier zwei Punkte jeweils, B und D. Das ist der Punkt B und D und wir haben A Kopie und B Kopie. Also. Und das sind jeweils Diagonalen von einem Rechteck. Also wir haben hier das Rechteck ABCD und gesehen vom Rechteck ABCD eben die Diagonale BD. Ja, jetzt kann man sich hier vorstellen, das ist jetzt ABCD. Dann haben wir hier unser Rechteck. Und das spiegelt sich noch in einem Punkt Z, ja, und es entstehen auf der anderen Seite nachher eben die Bildpunkte, oder die Kopien. A und A Kopie auf der anderen Seite, B und B Kopie, D und D Kopie. Jetzt, das darf jetzt nicht D sein, das muss jetzt C sein natürlich. C, ja, dann ist C da unten. Und anschliessend noch D-Kopie, ja. Kopie von D. Und jetzt jetzt habe ich das hier am Anfang falsch gezeichnet. Das müsste hier ein C sein. Also nochmal. Einfach damit wir mal wissen, um was es geht. Und dann können wir nachher auch überlegen, wie wir die Aufgabe lösen. Wir haben hier nämlich A Kopie angegeben und C Kopie. Und jetzt können wir hier ein Rechteck aufbauen. Das darf hier nicht schräg sein, das muss hier einen rechten Winkel jeweils haben und das spiegelt sich hier in der Mitte. Und hier oben das C, das muss sich das hier irgendwie spiegeln und das B muss hier reinkommen und das D hier raus, ja? So dass wir dann die Kopiepunkte haben. Dann haben wir eine B-Kopie, D-Kopie, A-Kopie, C-Kopie. Damit das aber funktioniert, müssen wir zuerst herausfinden, ja, wo ist denn der Punkt Z da, ja? Jetzt kann man den ersten Fehler machen, einfach allgemein. Also schlussendlich soll das ungefähr so aussehen. Also, was man machen kann, ist, man kann sich überlegen, ja, wie muss das jetzt am Schluss aussehen, ja? Dass man da zum Beispiel ein Rechteck einzeichnet. A, B, C, D. Hier haben wir einen Spiegelpunkt Z. Vielleicht nicht gerade dort, sondern ein bisschen weiter unten. Z. Und dann haben wir hier eine A-Kopie. Hier eine ist B-Kopie. D-Kopie ist aus. Und C-Kopie ist hier unten. So wird das ungefähr aussehen. Ja, jetzt kann man sich auch fragen, ja, aber wer weiß ich das nicht? Das C da unten ist und das A da oben ist. Das wissen wir, weil wenn das so werden, dann haben wir noch eine folgende Schwierigkeit, dass das nachher da oben mit dem A nicht mehr übereinstimmt. Ja? Es kann dann gar nicht mehr übereinstimmen. Da haben wir die Diagonale, wo A und C, A-Kopie und C-Kopie miteinander verbindet, ja. Und dann hätten wir eben etwas, was nicht geht. Gut, also der erste Schritt ist folgende. Wir erstellen hier den Punkt Z. Wie finden wir den raus?
Wir sehen folgendes, die Diagonale. Wenn wir die Hälfte nehmen von der Diagonale, dann ist ja das genau der Mittelpunkt von dem Rechteck. Das gleiche gilt auch bei der Kopie davon. Wenn man die beiden Punkte nimmt, die spiegelt sich auch im Punkt Z da in der Mitte, ja. Heißt also, wir müssen den Punkt Z herausfinden. Wie finden wir den raus? Wo liegt der? Der liegt eben, wenn wir die beiden Diagonalen, also die Hälfte von den beiden Diagonalen oder der Mittelpunkt von den beiden Diagonalen herausfinden und nachher die beiden Mittelpunkte verbinden miteinander und dort nochmal den Mittelpunkt finden. Also wir nehmen den Zirkel, setzen hier an, finden dort die Mitte. Genau das gleiche auch zwischen A und C. Findet auch hier den Mittelpunkt. Sobald wir das gefunden haben, können wir die Hilfslinie entfernen und die beiden Mittelpunkte miteinander verbinden. Jetzt haben wir die beiden Mittelpunkte miteinander verbunden. Jetzt nehmen wir nochmal den Zirkel und setzen hier nochmal an und finden hier nochmal den Mittelpunkt zwischen den beiden. Zwischen dem Mittelpunkt von der Diagonalen und der Punkt hier in der Mitte, das ist unser Punkt Z. Genau der hier. Jetzt können wir alle Hilfslinien entfernen. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir können sie halt drinnen lassen. Ich würde sie einfach entfernen. Das ist unser Mittelpunkt Z. Und fangen wir an, das Ganze zu übertragen auf die andere Seite. Wie machen wir das? Wir setzen den Punkt Z an, nennen es D und zeichnen dann einen Kreis. Also kein ganzer Kreis, ein halber, es muss ein bisschen mehr, also eigentlich muss es genau ein halber Kreis sein, aber wir zeichnen etwas mehr als einen halben Kreis. Dann nehmen wir hier einen Maßstab und verbinden den Punkt D und Punkt Z so, dass wir hier die Linie bis zu dem Punkt ziehen, wo sie sich überschneidet mit dem halben Kreis. Dann können wir den halben Kreis entfernen, das ist nur eine Hilfslinie, Hilfszeichnung. Dann haben wir hier eine Dekopie. Oder den Punkt dekopiert, ja? Und dann nennen wir den Dekopie eben. Das ist ein Punkt. Dann können wir noch den Punkt B ausfindig machen. Auch hier wieder in Z ansetzen. Einen Kreis zeichnen. Etwas mehr als die Hälfte. Punkt B und Z miteinander verbinden. Und dann sind wir hier. Hilfslinien können wieder entfernt werden. Das ist der Punkt B, Kopie. Gut. Jetzt darf man hier einfach den Überblick nicht verlieren. Man kann schon mal die Punkte miteinander verbinden, dass wir hier das erste Rechteck sehen. Dann haben wir sozusagen das erste Erfolgserlebnis im Sinne von. Wir sehen, dass es geht in eine gute Richtung. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch auf die andere Seite übertragen. Welche Punkte fehlen uns? Uns fehlt einmal das A. Auch hier wieder einen halben Kreis zeichnen. Die Linie verbinden, also Punkt A Kopie und Z verbinden und so verlängern, bis es sich schneidet mit dem halben Kreis. Hier befindet sich der Punkt A. Jetzt können wir unsere Hilfslinie entfernen. Und verbinden die Punkte A, B und D miteinander, also D, A, B oder B, A, D, ja. Anschliessend nehmen wir noch den Punkt C, Kopie, auch Z angesetzt, ja, Mittelpunkt Z angesetzt und zeichnen um Z also einen halben Kreis. Ziehen nachher vom C, Kopie, eine Linie durch die Mitte Z durch, bis sie sich da schneidet mit dem Kreis.
können wir uns die Hilfslinie entfernen. Dort dann ist dann der Punkt C. Nicht Kopie, sondern das Original, oder? Ja. Und jetzt haben wir A, B, C, D eingezeichnet, sowie A-Kopie, B-Kopie, C-Kopie, D-Kopie. Und mit dem haben wir eigentlich die Aufgabe gelöst. Ich habe das hier unten genau verkehrt eingezeichnet. Nein, ich habe es nicht verkehrt eingezeichnet, sondern das ist eben... Ich habe dann aufgezeigt, dass das hier nicht geht, weil dann das eben keine Kopie mehr ist, aber falls man es so anfängt, kann man ausprobieren und dann merkt man, ja, irgendwie geht etwas nicht auf. Das könnte sicher eine Fehlerquelle sein und dann geht man eben umgekehrt vor. Gut.